Ihnen etwas sagen, als mich der Herr Rösche gebeten hat, heute Abend hier für die Firma Fernholz einen Bühnenauftritt zu absolvieren, da dachte ich mir, oh ja, dann lässt du dir von der Firma Fernholz eine Holzkiste schicken, steckst eine Jungfräulein, zersägst sie, nicht? Und ja, dann wären wir alle glücklich. Aber Sie sehen, eine Jungfrau habe ich leider nicht mehr aufbauen können. Und als ich dann das Material der Firma Fernholz bekam, musste ich feststellen, das sind Kunststoffbecher. Ja, hatte mit Holz also nichts zu tun. Und dachte ich mir, okay, kein Problem. Ich bin ja jemand, der super gerne Joghurt isst. So ein bis zwei Joghurts pro Tag. Und da habe ich mir eigentlich mal so die Frage gestellt, wie viel Frucht ist eigentlich in einem solchen Joghurt drin? Was meint sie? Ne? Ja, ich kann es Ihnen sagen, genau eine. Ja, eine Frucht, eine dicke Kirsche. Das kommt natürlich darauf an, welche Marke man nimmt, ob das nun eine großartige Marke ist, eine Billigmarke ist. Und dann ist bei so einer Billigmarke aus einer Frucht noch Zucker drin. Ne? Und da fragt man sich weiterhin, meine Damen und Herren, kommt die Frucht auch wirklich in den Joghurt hinein? Oder darf der Joghurt den mal anschauen? Gibt's ja auch, ne? Und die Frage, die ich an Sie habe, genau an Sie, hier vorne, ja, der Herr, wo befindet sich die Frucht? Sagen Sie es mir bitte. Meistens in der Mitte. Ja, und wo genau? Hier? Das heißt, wo? Was meinen Sie, wo befindet sich die Frucht? Also, nicht auf dem Becher, sondern unten auf dem Boden des Bechers. Ne? Genau, Sie haben recht. Ne? Dann würde er sich auf dem Becher befinden, ich hatte den Becher ja umgedreht, würde sie hineinfallen. Ne? Das macht mir nicht. Also, jetzt die nächste Frage noch einmal genau an Sie. Wenn ich diese Frucht in die Tasche stecke, ja, wo befindet sich denn die Frucht? Befindet sie sich in der Tasche oder auf dem Boden des Bechers? Was meinen Sie? Also sie ist in der Tasche, nicht auf dem Boden des Bechers, sie wäre nichts in der Tasche. Ne? Ja. Haben Sie bestimmt nicht genau aufgepasst, ne? Denn die Frucht ist mit einer anderen Becher angekommen. Ne? Vielleicht war es ja, vielleicht war das ein wenig zu schnell für Sie. Also ich zeige Sie noch mal etwas langsamer. Also Frucht, Becher. Becher, Frucht. Frucht in den Becher. Ein wenig schütteln, ja? Dann kommt die Frucht wieder in die Tasche. Und nun die Frage an den Herrn wieder, ist die Frucht in der Tasche oder ist sie unter dem Becher? Was meinen Sie? Kroatien ist immer unter dem Becher. Nein, Sie müssen schon aufpassen. Also nochmal, wo ist sie, in der Tasche oder unter dem Becher, bitte? Hallo? Jo? Was sagten Sie? Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Ne? Da haben Sie völlig recht. Ja, wissen Sie, den meisten... Sie sehen das gar nicht. Das heißt, man steckt die Frucht einfach hier in die Tasche, ne? Und schon wandert sie wieder unter den Becher. Ne? Ja, das ist ganz interessant. Ja. Und, das gibt übrigens nur die Fernholzbecher. Ja, da lachen Sie. Ne? Und da steht auch keine Ahnung, ob Sie die Frucht in die rechte Jackentasche schicken, die kommt immer wieder unter den Becher an. Ne? Das ist also alles kein Problem. Immer wieder und immer wieder. Ne? Da können Sie also machen, was Sie wollen. Ach, ist Ihnen das zu schnell? Ah, okay, ich verstehe, das ist Ihnen zu schnell. Also ich werde es vielleicht mal etwas langsamer machen. Können wir sowas wie ein Action Replay haben? Ja, da möchte ich jetzt bitte einmal um die Zeitlupe bitten. Yeah.
Wunsch. Wo ist die Frucht, sagten Sie? Bitte? Unter Becher, meinen Sie? Ja, das ist nicht schlecht, haben Sie recht. Wissen Sie eigentlich, was passiert, warum so ein Joghurt auch Multifruchtjoghurt heißt? Haben Sie eine Ahnung? Da denkt man ja immer, das wären zwei von den Früchten da drin. Ne? Aber Multifrucht heißt ja eigentlich immer, dass da noch eine andere Frucht bei ist. Ne? Meistens sind das nur Zitronen. Ne? Ja? Und was glauben Sie, wenn da noch der Apfel kommt, dann geht die Post da rein. Ja. So geht das. Ja. Und so, dass er nicht umbringen muss.